Claudia, du beschäftigst dich viel mit Innovationen und künstlicher Intelligenz. Wie bist du dazu gekommen und was hat das mit Quanten zu tun? Also es war so, dass ich nicht ganz typisch aus dem Bereich ja komme und wo ich vorher gearbeitet habe, im Fernsehen und auch bei Jambert, wo sie sich um Klingeltöne gekümmert haben. Das waren so Bereiche, die passen eigentlich so überhaupt nicht zu einer Deutschen Telekom oder auch zu einem Forschungsbereich. Das heißt also, ich bin tatsächlich artfremd, bin aber immer neugierig gegenüber neuen Technologien gewesen und insofern hat es mich dann irgendwann hier in die Deutsche Telekom verschlagen und dann eben in den Innovationsbereich und ich bin total neugierig und freue mich, mit den neuesten Technologien hantieren zu können. Insofern passt das natürlich jetzt ganz gut, im Bereich Machine Learning zu arbeiten, bis hin dann eben auch Themen zu erforschen wie Quantum Computing. Also für die Deutsche Telekom gibt es wahnsinnig viele Bereiche, wo wir uns überlegen können, wo Quantentechnologie relevant wird. Ja, also zum Beispiel im Bereich Cyber Security. Das ist natürlich eine unserer Aufgaben, sicherzustellen, dass das Netz safe bleibt. Dann hatten wir vorhin mal den Techniker, der umherfährt und den optimalen Weg wissen möchte. Das Gleiche gilt übrigens auch beim optimalen Weg, wenn ich das Netz, also wenn ich den Traffic, den Verkehr im Netz transportiere, da suche ich auch nach dem optimalen Weg. Und es geht bis dahin, dass wir uns auch darüber Gedanken machen, wie sieht das zukünftige Internet aus? Ist das dann vielleicht in der Zukunft ein Quanteninternet? René, auch deine Leidenschaften sind Innovationen und Themen wie virtuelle Realität. Außerdem hast du einen Podcast. Um was geht es dort? Genau, ich mache eine Videoserie, nennt sich Qubits, Bite-sized Pieces of Quantum Computing. Und wer gut aufgepasst hat, Qubits ist faktisch beim Qubit, da habe ich noch ein E reingebaut. Dann klingt es nach Byte, also im Englischen der Happen. Und das ist halt das Ziel, in kleinen Happen faktisch angewandtes Quantencomputing näher zu bringen. Ja, und da lade ich dann halt immer wirklich richtige Expertinnen ein, die dann zu bestimmten Themen interviewt werden. Und die Videos gehen halt so 5 bis 10 Minuten jeweils zu verschiedenen Themen. Also zum Beispiel ein Video über Quantensecurity oder eins haben wir gemacht über die Quantum Computing Workforce of the Future und verschiedene andere Dinge. Ja, das sind Anwendungsfälle heutzutage. Und das halt auch zugänglich zu machen, dass man halt keinen Doktor in Physik benötigt, beispielsweise, um sich die Sachen anzuschauen. Und wie gesagt, Fokus auf angewandtes Quantencomputing. Thomas, du bist Medienkünstler. Welche Verbindung hast du zu Quantentechnologien? Ich bin Medienkünstler, lebe und arbeite in Berlin und bin an der Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie tätig und mache interaktive Installationen. Bei SlideEdge.io, was mein derzeitiges Projekt ist, beschäftige ich mich ja damit, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und da geht es eben auch darum, sozusagen Partikel und quantenmechanische Phänomene zu erforschen, zu untersuchen und zu gucken, wie kann man die künstlerisch umsetzen. Ihr beschäftigt euch mit Quantentechnologien. Was ist für euch das Besondere an Quantencomputern? Man kennt ja klassisches Computing, das heißt ein PC oder was auch immer für einen Computer man hat, zum Beispiel auch ein Smartphone, was einige sicherlich gerade in der Tasche haben. Das sind ja faktisch klassische Computer, die auf Halbleitertechnologie basieren und da wird halt mit Bits gerechnet, sprich mit Nullen und Einsen, an oder aus, komplett digital. Und bei Quantencomputing wird halt ein komplett anderes Prinzip verwendet und da wird auch mit Qubits gerechnet. Und die können halt nicht nur 0 und 1 sein, sondern auch bestimmte Werte dazwischen und das auch noch zur gleichen Zeit. Und das ist ja dieses abgefahrene Prinzip, was immer noch schwer zu greifen ist, warum das überhaupt funktioniert. Ja. Aber damit kann man halt Berechnungen anstellen, die halt auch analog sind und näher dran an der echten Welt, wie sie um uns herum ist. Ja. Und dadurch kann ich zum Beispiel bestimmte Probleme einfach schneller und effizienter lösen, die heutzutage einfach noch unlösbar sind, weil sie hunderttausende Jahre berechnen würden. Und mit dem Quantencomputer kann es vielleicht berechnen werden, ein paar Minuten oder Sekunden vielleicht sogar. Kann man sich das so vielleicht einfach vorstellen? Man hat einen Tisch mit 10 Personen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, die Personen an diesem Tisch zu platzieren? Und das ist total verrückt, weil 10 Personen klingt erstmal nicht viel. Ja, also wenn man sich so überlegt mit den Tischkärtchen und so weiter. Und wenn man aber das berechnet, dann kommt man auf 3,6 Millionen. Und das geht über Fakultät, ja, 10 Fakultät. 1 × 2 × 3 × 4. Und dann lande ich bei 3,6 Millionen verschiedenen Kombinationen. Das ist schon echt viel. Und wenn man das jetzt übersetzt auf eine Telekom-Sprache, dann ist die Aufgabenstellung möglicherweise bei einem unserer Techniker, der morgens rausfährt zu 20 verschiedenen Punkten. Und der will halt für sich den besten Weg finden, wo fahre ich zuerst hin, wo fahre ich danach hin, diese Möglichkeiten so schnell zu berechnen, dass er morgens losfährt und dann auch bei dem nächsten Punkt wieder den nächstbesten Punkt bekommt, das ist einfach mit der
jetzigen Technologie fast unmöglich. Aber das wird zukünftig mit Quantentechnologie schon möglich, dass er also in Echtzeit diese Berechnung des besten Weges zu einem bestimmten Zeitpunkt immer berechnet bekommt. Was bedeuten Quantencomputer für unsere Zukunft und auch für unsere Gesellschaft? Plötzlich möchten alle Menschen das verstehen, was hinter dieser Technologie steckt. Das ist echt verrückt, weil wer beschäftigt sich denn wirklich damit, wie ein klassischer Computer funktioniert? Wer baut wirklich den Computer auf und guckt da rein und will verstehen, wie das alles da funktioniert? Total wenig, eigentlich nur die wirklich mit IT zu tun haben. Und jetzt kommen neue Technologien auf und alle wollen verstehen, wie eine KI funktioniert. Die wollen verstehen, wie ein Quantencomputer funktioniert, wie ein Qubit funktioniert. Das ist schon echt erstmal überraschend. Ja? Insofern finde ich es ganz gut, wenn man neugierig ist. An der Stelle kann ich aber auch nur sagen, versucht es nicht alles zu verstehen, sondern versucht es eher zu nutzen. Und so sehen das auch viele Quantenphysiker. Die sagen auch, ich will nicht gar nicht bis ins letzte Detail verstanden haben, sondern ich will lieber darüber nachdenken, was damit möglich ist. Häufig hört man ja, okay, Quantencomputing, ja, das ist alles Science Fiction, das ist erst in ein paar Jahren relevant, aber es gibt Anwendungsfälle heutzutage, wo das super relevant ist und vor allen Dingen da in einem Bereich, das nennt sich Quantum-Inspired Computing, also quanteninspirierte Verarbeitung, und da werden Algorithmen und Prinzipien von Quantencomputing und Quantenmechanik in Algorithmen gegossen und damit kann man dann bestimmte zum Beispiel Optimierungsprobleme schneller und einfacher lösen. Quantenalgorithmen werden verwendet, laufen aber auf klassischen Computern. Und jetzt stellt man sich vor, da die natürlich quantum ready sind sozusagen, kann ich die so wie sie sind in der Zukunft, in ein paar Jahren, wenn die Quantencomputer powerful enough sind, ja, kann ich die direkt darauf deployen und laufen lassen. Also kann ich diesen Algorithmus so wie er ist weiterverwenden. Man muss am Ende, wenn man sich mit so vielen Technologien beschäftigt, auch immer Mensch bleiben und auch daran denken, dass das alles, was man tut, im Sinne der Menschheit ist und dass man eben versucht, gute Sachen zu lösen, also große Probleme lösen kann mit so einer neuartigen Technologie. Also dass man positiv daran geht und Mensch bleibt. Quantentechnologien sollen unsere Zukunft revolutionieren. Aber gibt es auch kritische Punkte, die wir als Gesellschaft bedenken sollten? Die Technologie selbst, wenn man einen Quantencomputer nimmt, beispielsweise einen richtigen großen Gate-Computer, dann verbraucht er möglicherweise sehr viel Energie. Oder sind auch die Materialien beispielsweise nachhaltig genug für unsere zukünftigen Ansprüche? Und wie wird es dann aussehen, wenn wir in Zukunft so viele Quantencomputer haben und die so viel Energie verbrauchen? Ist das dann überhaupt noch nachhaltig? Das heißt also, man kann es von der Seite aus betrachten. Dann gibt es aber eben auch die, sagen wir mal, inhaltliche Betrachtung. Wenn so etwas so wahnsinnige Möglichkeiten eröffnet, kann es dann nicht auch in die falsche Richtung abbiegen. Ja, also diese Diskussion gibt es ja bei der künstlichen Intelligenz auch. Und die muss man sich hier auch stellen. Also wenn es um Quantenkommunikation geht, also um die Kryptographie, Verschlüsselungstechnologien, dann gibt es sicherlich auch negative Energien, wie zum Beispiel Black Hats, die also eben als bösartige Hacker versuchen, das Netz zu knacken. Und da muss man dann schneller sein und halt darauf achten, dass man eben auch diese Technologie beherrscht und eben rechtzeitig oder frühzeitig sein Netz sicher macht. Für Künstler gerade ist es dann auch interessant, diese ganzen Sachen zu hinterfragen, auch kritisch, und zu gucken, welchen Einfluss hat es eigentlich auf unser Zusammenleben. Und dann ist es ja auch nicht unbedingt alles nur positiv, sondern es ist ja auch ein gewisser Wettlauf, ein Machtkampf zwischen den Nationen. Wer hat am Ende die Informationshoheit? Und ich glaube, sowas kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch künstlerisch umzusetzen, ist dann auch sehr wertvoll. Und was denkt ihr, sind Voraussetzungen, um sich mit dem komplexen Themenfeld zu beschäftigen? Müssen wir dafür Physik studiert haben? Nein, man muss keine Physikerin sein, um sich mit Quantentechnologien zu befassen. Es ist ein diverses Feld, was auch gerade durch die konkreten Anwendungsfälle, die wir heutzutage haben, natürlich auch stark wächst. Die Kraft liegt eigentlich eher in den interdisziplinären Teams, wo zum Beispiel auch Themen behandelt werden wie die Entwicklung, wie die Softwareentwicklung. Ja? Dann braucht man halt zum Beispiel eher Informatikerin. Oder Design, auch beispielsweise habe ich vor 2 Tagen ein Jobposting gesehen, also ein Jobangebot. Da wurde eine Application Designerin gesucht für ein Quantencomputing Startup. Es gibt da total diverse Rollen oder Projektmanagement. Ja, es sind alles ganz wichtige Rollen, um wirklich gerade in aktuellen Projekten Dinge umzusetzen. Man sollte Spaß daran haben, ganz viele Dinge auszuprobieren, wo ich am Anfang noch nicht weiß, was vielleicht am Ende bei rauskommt. Das heißt also, ich kriege eine bestimmte Aufgabe und versuche die auf 10 verschiedene Arten. Das kann auch sein, dass ich 10 mal damit scheitere und davon darf ich mich dann nicht abbringen lassen. Ich muss also auch eine gewisse Hartnäckigkeit mitbringen, aber eben auch den Mut zu sagen, schmeiß alles nochmal weg und fang nochmal von vorne an. Und ich glaube, das ist etwas, so eine richtige Experimentierfreudigkeit, wenn man die mitbringt, dann ist man, glaube ich, in der Quantentechnologie sehr gut angesiedelt.